Sommer 44, mitten im Krieg. Wir wussten nur Transporte nach Osten. Das war dieser Ausdruck und sonst wussten wir nichts. Züge aus ganz Europa in den Tod. Die Juden haben zu Recht oder Unrecht den Ruf, schlau und listig zu sein. Es ist schwer zuzugeben, aber man hat uns komplett getäuscht. Das Tor von Auschwitz-Birkenau. Kaum jemand ahnt, wohin die Reise geht. Ich sage Ihnen, bevor ich dort ankam, hatte ich noch nicht mal ein Wort gehört von Auschwitz. Sagte mein Vater, was siehst du? Dann habe ich ihm gesagt, ich sehe, jetzt wird's ganz hell hier. Dann habe ich ihm erklären können, ich sehe Stacheldraht, ich sehe Postentürme, ich sehe Menschen mit Gewehren, mit Maschinengewehren, Soldaten, auch SS. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sehe Menschen in gestreifter Kleidung. Und dann sagt er, wir sind in einem Konzentrationslager. Der Zug stand noch nicht ganz, da wurden die Waggontüren aufgerissen, das Gebrüll und Geschrei, raus, 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 Gepäck im Waggon lassen. Dann sind wir rausgesprungen. Dann kamen die Befehle, Männer rechts raus, Frauen mit Kindern links raus, Frauen ohne Kinder weiter nach links raus. Bilder aus dem Fotoalbum eines SS-Mannes. Die Sonne schien. Es war, wissen Sie, wie wenn Sie in der Nacht von einer Lampe geblendet werden. Ich konnte nichts sehen, als ich aus dem Wagen kam, aber die Luft war frisch. Kein Leichengeruch, keine Hunde. Die Rampe in Auschwitz-Birkenau. Sie nennen es Selektion. Ich sah ihn da stehen. Gespreizten Füßen die Hand vor und da ging sein Finger nach rechts und links und rechts und links und ich sah auf einer Seite, sah ich alte, kranke Frauen und was das Ärgste war, Frauen mit Kindern stehen. Auf der Rampe versuchen erfahrene Häftlinge zu helfen. Da ist eine junge Frau, mir scheint, die war vielleicht 20 Jahre alt, mit einem Baby auf der Hand gekommen. Und ich bin zu ihr gegangen und habe so gebückt, habe mich und geflüstert, sie soll das Baby mir geben. Ich hätte es, weiß ich, zu dem Gepäck dazugelegt. Und wie ich ihr sage, sie soll mir das Baby geben, hat sie angefangen zu schreien, sie gibt das Baby nicht her. Und ich bin sofort weg und habe mich sofort versteckt. Kleine Kinder werden sofort in den Tod geschickt. Mit ihren Müttern. Er schaute auf die Kinder und sagte, nimm die Kinder nicht bei der Hand. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, warum nicht? Und er sagte mir, du wirst es eines Tages verstehen. Jüdische Familien auf dem Weg in den Tod. An den Gleisen sah ich ein kleines Mädchen, das ich nicht kannte. Es weinte und suchte nach seinen Schuhen. Ich ging sofort hin und nahm es bei der Hand. Aber dieser Häftling war direkt hinter mir. Mit zusammengepressten Zähnen fuhr er mich energisch an. Ja, hast du denn nicht begriffen, was ich gesagt habe? Ich dachte in dem Augenblick, hier ist eine Gefahr. Ich ließ die Hand der Kleinen los, brachte sie zu den anderen Kindern und ging auf die andere Seite. Dieses Bild verfolgt mich bis heute. Ich sehe das kleine Mädchen gehen. Hatte ich das Recht, seine Hand loszulassen? Habe ich das Recht zu leben? Das ist die Frage, die ich mir über all die Jahre immer wieder gestellt habe. Frühjahr 1941. Hitler plant den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.
Das war sein Ziel, Lebensraum zu erobern. Und selbst die Judenvernichtung, das war eigentlich schon die zweite Sache. Das Wichtigste war Lebensraum, Weltmacht sein. Das Stammlager von Auschwitz in Ostoberschlesien. Einst polnische Kaserne, jetzt mörderisches KZ für Häftlinge aus Polen und dem Reich. Rudolf Höss, der Kommandant, kommt aus dem KZ Dachau, wie die zynische Parole. Arbeit hat in Auschwitz niemand freigemacht, sondern das wirkliche System war Vernichtung durch Arbeit. Das heißt also, es wurden die Häftlinge so lange zur Arbeit gezwungen, bis solange sie konnten, und wer nicht mehr konnte, wurde erschossen bzw. abgeimpft oder später dann eben ist in einer der Gaskammern gelandet. Juni 41. Überfall auf die Sowjetunion. Hinter der Front Massenmord an Juden durch Einsatzgruppen. Oberleutnant Bietzsch, ein Reserveoffizier, der war mit SS-Offizieren in einem Zug von Charkow nach Leipzig gefahren und die hatten sich gerühmt, das zu tun, was wir heute wissen, was die Einsatzkommandos gemacht haben. Und der hat mich gefragt, kann das wahr sein? Ich muss sagen, damals hatte ich von solchen Einzelheiten noch nicht gehört. Und kann das wahr sein, hat er mich gefragt. Und dann habe ich geantwortet, der kann man sowas erfinden. Zur gleichen Zeit in Auschwitz. Ein Zeuge trägt im Gespräch auf eigenen Wunsch Häftlingskluft. In dieser Zeit war das größte Problem in Auschwitz eine Typhusepidemie. Nicht nur die Häftlinge starben, auch die Wachen. Die Zivilarbeiter beschwerten sich und wollten ihre Arbeit in Auschwitz niederlegen, weil so viele sich mit Typhus infiziert hatten. Gegen Läuse, die den Typhus übertragen, wird in Auschwitz ein Insektizid verwendet. Zyklon B. Der Werbefilm von 1938, ein makabres Dokument. Blausäure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier ihre einfachste Anwendungsart. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüchsen gasdicht verschlossen werden. Mit Blausäure durchgast man größte Betriebe ohne jede Gefahr für Mensch und Material. Gas! Man musste sich nackt ausziehen, alle Sachen abgeben, die dann in solche Kessel hineingeworfen wurden, wo die Läuse getötet werden sollten. Es sollte entlaust oder gewaschen werden, ich weiß es nicht mehr. Und die nackten Frauen ließ man auf den Stühlen stehen, auf zwei Stühlen, und die Männer rasierten sie. Sie wurden im gesamten Intimbereich rasiert. August 41. Hunderttausende russische Kriegsgefangene sind in deutscher Hand. Offiziere, Kommunisten, Juden, sie sollen erschossen werden. An der Front oder in den KZs. Auch in Auschwitz. Einige wurden schon am Bahnhof ermordet. Andere brachten sie zur Kiesgrube. Vor dem Lagertor gab es diese Kiesgrube Nummer 1. Sie ist mittlerweile zugefüllt worden. Einige wurden dort ermordet, wenn sie Offiziere waren oder Unteroffiziere oder Juden oder Kommunisten. Ständig riefen sie, wer ist ein Jude, wer ist Kommunist? Und die wurden sofort ermordet, noch bevor sie einen Schritt ins Lager gesetzt hatten. Block 11. Der Todesblock. Hier machen SS-Wachmänner aus Auschwitz ein mörderisches Experiment. Mir fiel auf, dass sie alle Kelleröffnungen um den Block herum mit Erde zugeschüttet hatten. Ich wunderte mich, warum machen sie das? Sie schütteten jedes Loch zu, als ob sie das ganze Gebäude luftdicht abschließen wollten. In der Nacht zum 6. September treiben KZ-Wärter 600 sowjetische Kriegsgefangene und 250 kranke Häftlinge durch diese Tür.
Später sagte mir einer dieser Leichenträger, dass diese Leichen eine Art bläulichen Schaum vor dem Mund hatten. Manchen von ihnen kam dieses bläuliche Zeug auch aus der Nase und den Ohren. Die sagten, dort sei vergast worden, weil die ersten Leichenträger Gasmasken anziehen mussten, um die Toten aus dem Keller zu holen. Das Experiment hat Erfolg. Es ist der erste Mord mit Zyklon B. Es war wohl das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass der Mord an Menschen auf einen industriellen Prozess reduziert wurde. Das ist etwas, was die Menschlichkeit aus unseren Seelen gerissen hat. Oktober 41, Auschwitz-Stammlager. In der Leichenkammer des Krematoriums wird die erste Gaskammer eingerichtet. Noch sind die Opfer keine Juden. Weshalb es Juden und Bakterien und leisen Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. April 42, Hitlers Geburtstag. Eine Entscheidung ist gefallen. Auschwitz soll Mordfabrik werden. Für die Juden aus Europa. All die anderen Lager waren irgendwie artisanal. Man sagt im Französischen artisanal. Kunsthandwerk. Sie waren Werkstätten. Auschwitz war Massenproduktion. Seit dem Herbst entsteht vor den Toren von Auschwitz ein gigantisches Nebenlager. Birkenau. Die alte Rampe von Auschwitz-Birkenau. Von hier aus werden ab Juni 42 Hunderttausende in den Tod geschickt. Die Menschen, die mit den Zügen kamen, wurden auf Lastwagen zu den Effektenlagern transportiert. Die Gesunden zusammen mit den Kranken und den Toten. In den kleinen Baracken mussten sie sich ausziehen. Dann wurden sie nackt in die Kammer gejagt. Auf den Türen stand zum Baderaum. So, als ob es erst zum Desinfizieren und dann zum Waschen ginge. Die Ruinen eines Bauernhauses in Birkenau. Umgebaut von der SS zur Gaskammer. Dann kam ein Auto mit einem roten Kreuz drauf und brachte das Gas, Zyklon B. Der SS-Mann füllte es durch ein kleines Fenster in die Kammer und die Menschen begannen zu ersticken. SS-Chef Himmler, hier auf Frontbesuch, kommt im Juli 42 zur Inspektion nach Auschwitz. Auf dem Besuchsprogramm auch der Mord mit Gas. Mit den immer selben Worten lobt Himmler Täter. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Sie waren wie Götter. Sie konnten über dein Leben entscheiden. Wenn es ihnen gefiel, konnten sie dich erschießen. Keiner fragte danach. Es gab doch keine Regeln. Ein Leben war wertlos und du musstest jeden Tag aufs Neue überleben. Ganz normale Männer.
Herren über Leben und Tod. Das waren Befehlsempfänger, die sich ja billig und damit getröstet haben, dass sie an diese furchtbare Situation hineingekommen sind und jetzt ihre Pflicht tun müssen. Für Volk und Vaterland und den Nationalsozialismus. April 45. SS-Wachmänner aus Auschwitz werden in Bergen-Belsen verhaftet. Wenn ich Schwarzhuber seine Stiefel ausgezogen habe und seine Jacke ausgezogen habe, für zu putzen in seinem Büro seine, und er war da in sein Unterhemd, da hat er wie nichts ausgesehen. Da war der wie, die waren wie niemand, wenn sie die Uniform nicht anhatten. Die waren nichts. Nix, en français, rien de tout. Und so wie ich die Jacke angezogen habe und er hat seine Stiefel angetan und seine Mütze, dann waren das auf einmal Monsters. Das waren Verrückte. Die waren auf einmal, dass sie die Welt beherrschen. 45 wird einer der brutalsten von ihnen in Wien verhaftet. Sie sind, wie heißen Sie? Maximilian Grabner. Maximilian Grabner, Sie waren Chef der politischen Abteilung des Lagers Auschwitz. Herr Lauter. Jawohl. Wie lange? Von Jahre 40 bis 43. Wie viele Menschen sind da ungefähr so täglich angekommen mit Transporten? Das war verschieden. Es sind oft Tausende, nicht? Tausende und... Und die wurden dann in die Gaskammer geführt, nicht? Jawohl. Sie war getarnt als Bad. Jawohl. Mussten sich ausziehen. Jawohl. Dann wurden sie vergast. Es hat zwei Minuten gedauert. Ne? Ja, ungefähr so. Ungefähr zwei Minuten. Und was war dann? Dann wurden sie verbrannt. Im Milieu von Auschwitz, wo man eben, wo jeder Arzt, nicht wahr, damit konfrontiert war, dass er in einem bestimmten Rhythmus so und so viel tausend Menschen bestimmen muss, so rechts oder links. Da war das war Alltag. Das war Alltag. 46, Nürnberg. Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, im Verhör. Ja, 1944 war ich Amtschef D1 im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt in Berlin. Meine Dienststelle war die frühere Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg. Rechtfertigungen von einem Mitarbeiter. Das ist eben das Milieu von Auschwitz, was man also erst nur begreifen kann, wenn man es sich wirklich in letzter Konsequenz durchdenkt. Und das war Alltag. Das war Alltag. Im Angesicht des Galgens vergessen viele, wie sie einst gedacht haben. Herr Dr. Klein, wie können Sie das mit dem Hippokratischen Eid verbinden? Mit Ihrem Hippokratischen Eid, wie können Sie das in Übereinstimmung bringen? Und daraufhin hat er mir geantwortet, weil ich den Hippokratischen Eid geschworen habe, schneide ich einen eitrigen Blinddarm aus dem Körper eines Menschen heraus. Und die Juden sind der eitrige Blinddarm am Körper der Welt und deren müssen sie herausgeschnitten werden. Katowice, Juli 42. SS-Chef Himmler spricht am selben Abend in geselliger Runde über seinen Auschwitz-Besuch. Einer hält nicht dicht. Die Nachricht vom Judenmord gelangt nach Genf. Was da geschah, übertraf alles, was Menschen sich vorstellen könnten. Ich selbst habe zwei Tage mit mir gekämpft. Ist das denn möglich? Heute wissen wir, dass man 6 Millionen Juden umgebracht hat. Aber wenn man ihnen zum ersten Mal sagt, man hat ihnen einen Ordre herausgegeben, einen Befehl herausgegeben, dass man 3,5 oder 4 Millionen Juden umbringen kann, ist das überhaupt denkbar? Wie ist das möglich? In welcher Welt leben wir? August 42. Riegner reagiert und informiert die freie Welt. Erhielt alarmierende Nachricht von Überlegung, alle der 3,5 bis 4 Millionen Juden zur endgültigen Lösung der Judenfrage in Europa auf einen Schlag auszurotten. Stopp.
Was können die Alliierten dagegen tun? Wir dürfen doch nicht vergessen, dass Hitler auf dem Höhepunkt des Verbrechens Herr über ganz Europa war. Seine Armeen reichten vom Atlantik bis nach Moskau. August 42, Vinnytsia in der Ukraine. Während Hitler aus seinem Hauptquartier die letzte große Offensive lenkt, nach Stalingrad, läuft in Berlin der Planungsstab des Adolf Eichmann auf Hochtouren. 2 Wochen bevor wir die Nachricht bekamen, hatte ganz Westeuropa eine Riesenverfolgung der Juden begonnen. In allen großen Städten, in Amsterdam, in Antwerpen, in Brüssel, in Paris, in Marseille, in Lyon, waren Zehntausende von Juden am selben Tag, 15. Juli 1942, verhaftet worden und zum Teil schon nach dem Osten weitergeschafft. Und kein Mensch wusste, wieso ist das passiert, was ist plötzlich geschehen, warum diese Massenverhaftung. Amsterdam, Sommer 42. 80.000 Juden leben hier. Jetzt sind sie dem Tod geweiht. Dann wurde das sogenannte Judenviertel abgeriegelt und ein Auto mit einem Lautsprecher ging durch die Straße und sagte: Achtung, Achtung, hier spricht die deutsche Polizei. Sie wurden aus dem Hause geholt. Machen Sie sich bereit, nehmen Sie Ihr Rück- und Brotsack mit und Decken. Und ihr soll nichts passieren, ihr wollt arbeiten in Deutschland. Leeuwarden, 1942. Heimlich und unter Lebensgefahr mitgefilmt von einem Arzt. Juden verlassen ihre Häuser. Für immer. Die Möbel werden noch am gleichen Tag konfisziert. Mensen, mensen, waar gaat het heen? Waar, hoe zal het aflopen? Waar, wat zullen ze met Mensch, Mensch, was wird das sein? Wie wird das ablaufen? Was werden sie mit uns tun? Werden wir geschlagen? Werden wir gepeinigt? Müssen wir zur SS oder zum SD? Het was één grote, eine ganze große Menge von was passiert, was soll passieren. Lager Westerbork in Holland. Zwischenstation auf der Reise in den Tod. Bilder aus dem Jahr 1944. Abfahrt nach Auschwitz. Junge Juden müssen helfen. Hier im Bild Hans Margulis. Wir mussten die Türen zumachen. Die haben ja nichts angefasst. Gemmicke ist mit seinen SS-Leuten und der grünen Polizei, die den Zug begleitet, immer nur hin und her gegangen, hat einen Schäferhund bei sich gehabt. Die haben sich die Hände ja nicht dreckig gemacht. Viehwaggons für Menschen. Auf unmenschlicher Fahrt. You normally would transport cows like that, I suppose, and sheep. Normalerweise würde man so Kühe transportieren, denke ich, oder Schafe. In diesem Fall waren es eben Menschen. Man musste die ganze Fahrt überstehen und es gab keinerlei sanitäre Einrichtungen, außer vielleicht einem Eimer irgendwo in der Ecke. In diesem Augenblick fiel im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Last der Lage an uns herunter. Du bist einfach nicht mehr als Mensch betrachtet worden.
you were no longer considered a human being. Ankunft auf der Rampe von Auschwitz-Birkenau. Wer die Selektion überlebt, wird im Lager zugrunde gerichtet. Frühmorgens um 5 aufstehen, eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Brot von 100 Gramm. Das war unser Frühmorgensessen. Gymnastik, das ganze Lager rumlaufen, inlegen, aufstehen, inlegen, aufstehen. Das konnte nicht mehr, kam der SS-Mann, hat geschlagen den Rücken. So hat dann krank 2 Wochen lang. Das war grausam. Wir haben gesungen, wir haben Gott gerufen, hilf uns, lieber Gott. Aber Gott hat nicht geholfen. Der Tod hat hier viele Gesichter. Das Wichtigste in Auschwitz war Brot, ein bisschen was zu essen und Schuhe. Und das wurde gestohlen jede Nacht. Dann wurde wieder hier, schrie einer im Block, mir haben sie die Schuhe gestohlen. Da schrie einer, mir haben sie das Brot gestohlen. Und wenn wir einen dabei erwischt haben, haben wir Selbstjustiz gemacht. Wer einmal steht, der lässt es nicht. Opfer gegen Opfer. Auch das zählt zum Kalkül der Täter. Eines Tages kletterte auf meine Pritsche von hinten, wusste ganz genau, was er will. Ich wollte schreien. Da plötzlich kam seine Hand zu meinem Mund, voll mit Brot. Und er aß dieses Brot, weil ich hungrig war. Und hat getan, was er tun wollte. Als er weg war, bemerkte ich, dass er meine Mütze gestohlen hat. In dieser Zeit in Auschwitz und Nebenlager von Auschwitz, ein Häftling am Morgenappell ohne eine Mütze war ein toter Häftling. Zweifellos, dieser Mann wollte keinen Zeugen haben für seine Tat. Er wusste, dass ich werde am Morgenappell erschossen. Aber ich wollte überleben. Ich klaute eine Mütze von einem anderen Häftling. Ich habe ihn nie im Leben gesehen. Ich weiß nicht, wie er heißt, ob er jung oder alt war. Jude, Pole, Franzose, Deutsche, Spanier, keine Ahnung. Am nächsten Morgen wurde dieser Häftling erschossen. Ich überlebte. Das Schlimmste war auch, dass die Nazis mich als Opfer zu Taten brachten, die ich als normaler Mensch nie im Leben getan hatte. Was macht Auschwitz aus den Menschen? Opfern und Tätern. Eines schönen Tages bekam ich meine Wehen. Und in der Früh kam Mengele und er gab den Auftrag, mir meine Brust abzubinden. Und denn ich durfte das Kind nicht stillen. Mir wurde die Brust abgebunden mit irgendwelchen Fetzen. Und das Kind fing an zu weinen, hatte nichts zu essen. Und da kam eine Ärztin, die dort gearbeitet hat, eine Jüdin, und sagte mir, ich habe dir eine Spritze gebracht, gib das deinem Kind. Fragte ich sie, was ist in dieser Spritze? Sagt sie, ganz einfach, Morphium. Ich dachte, ich höre nicht gut. Ich habe ihr gesagt, du willst, dass ich mein eigenes Kind töte? Und sie redete, bis ich keine Widerstandskraft mehr hatte. Ich tötete mein eigenes Kind. Löwenbräukeller, München, November 42. Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte,
Wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen. Sie wissen, was er meint. Was weiß das Volk von Auschwitz? Jeder in Deutschland hat gewusst, dass es KZs gab. Und dass Menschen dort ohne richterliche Urteile hingebracht wurden. Das wäre genug Grund zur Empörung gewesen. Vom rechtsstaatlichen Bewusstsein her. Aber keiner in Deutschland hat gewusst, was in einem KZ vor sich ging. Weil selbst die, die aus einem KZ entlassen waren, nichts davon erzählen durften und auch im eigenen Interesse nichts erzählt haben, weil sie sonst sofort wieder geholt worden wären. Dresden, 23. November 1942. Juden müssen ihre Wohnungen räumen. Die Bilder gleichen sich. Das musste man doch gesehen haben, dass die Wohnung plötzlich leer war. Das kann doch nicht geheim geblieben sein. Dass die Menschen dagegen nichts machen konnten, das steht auf einem anderen Blatt. Darüber wollen wir nicht diskutieren. Aber dass man es nicht gesehen hätte, das kann ich mir nicht vorstellen. Im März 1943 werden sie aus Dresden deportiert. Nach Auschwitz. Das Leben ging weiter und man ging drüber weg. Das war einfach wieder so ein Moment, wie ein Blitz, dass man sich sagt, da ist doch irgendwas ganz Schlimmes im Gange. Aber was und wie und wo, das wusste man nicht. Wirklich nicht. Kriegsweihnacht 42. Propagandabilder. Über 5 Monate sind vergangen seit dem Telegramm von Gerhard Rigner. Ich saß hier und guckte da auf den Mont Blanc und auf den Blauen See und wartete auf irgendeine Nachricht. 5 Kilometer von hier, auf dem jüdischen Friedhof in Verrier, waren schon deutsche Soldaten. Das war an der Grenze. 5 Kilometer von hier begann die Hölle. Und ich saß hier in der schönen Umgebung und guckte auf den schönen See und auf die schönen Berge und konnte nichts tun. Das brachte einen fast zum Rasen. 17. Dezember 1942. Die Alliierten reagieren. Im Unterhaus zu London wird eine gemeinsame Erklärung gegen die Täter verlesen. Im Anschluss erheben sich die Volksvertreter und schweigen, minutenlang. Große bedeutende Politiker wie Lloyd George schreiben in ihren Memoiren, so etwas habe es noch nie gegeben. Aber trotzdem, nun glaubte man, irgendwas wird geschehen. Aber es geschah gar nichts. Weihnachten im Vatikan. In seiner Botschaft an die Welt streift Papst Pius XII. Auch das Morden. Questa volta l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Die Juden zu retten stand weder bei den Alliierten noch beim Papst so weit oben auf der Tagesordnung wie der Mord an den Juden bei Hitler. Der Mörder feiert in den Bergen mit den Kindern seiner Helfer. Im Rundfunk Weihnachtswunschkonzert für seine Soldaten. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front aller Bürger. Oh.
Ihr Freund aus Svetlana, neu niemtisch bewahre Stille Nacht. Der Weihnachtsbaum in Auschwitz war erleuchtet und die Wärter sangen Stille Nacht. Am nächsten Tag drehte ein SS-Mann im Männerlager durch. Der wollte über die Feiertage nach Hause und hatte keinen Urlaub bekommen. Dafür rächte er sich an den Juden. Er schrie, frohe Weihnachten, und erschoss dabei einen nach dem anderen. Frohe Weihnachten, ich schrei die Leute. 9. Januar 1943, Ostpreußen. Staatsbesuch in Hitlers Hauptquartier. Der Rumäne Marschall Antonescu, Verbündeter in Hitlers Krieg gegen Stalin und die Juden. Über den Massenmord mit Gas spricht Hitler hier nicht. Das, was ich jetzt sage, werden mir viele nicht glauben. Obwohl ich doch relativ dicht dran war oben, nicht wahr? Von Auschwitz habe ich erst nach dem Krieg erfahren. Tatsächlich wird der Diktator laufend über den Mordfortschritt unterrichtet. Was er nicht ahnt, in seiner Telefonzentrale hören Funker mit. Du musst mithören, mein Sohn. Schön zuhören, dann wirst du, in welche Verbrecherhöhle du hier bist. Ja, und dann zeigt er mir beim Nachtdienst, wie man das macht, ohne aufzufahren, mit dem angespitzten Streichholz. Ja, und dann klappte das auch. Ein Anruf von SS-Chef Himmler für Hitlers Sekretär. Es geht ums wöchentliche Plansoll in der Mordfabrik. Himmler rief Bormann an und sagte sinngemäß, ich habe eine gute Nachricht für den Führer. In Auschwitz sind 20.000 Juden liquidiert worden. Und daraufhin unterbrach ihn Bormann sehr barsch und wies ihn sehr zurecht und verpflichtete ihn daraufhin, daran zu denken, dass es Führerbefehl war, nur Nachrichten über diesen Komplex durch Kuriere an ihn persönlich, an Bormann persönlich, durchzugeben. Und er würde die dann weiterleiten. Trotz strengster Geheimhaltung. Bald wissen die Anwohner, was in der Mordfabrik geschieht. Dass es Vernichtungslager gab mit Mord durch Vergasung, davon haben wir nichts gehört, obwohl, wie gesagt, schon nur 30 Kilometer von Auschwitz entfernt gelebt haben. Aber erst Ende 42 kamen sickerten Nachrichten durch. Die erste Nachricht über Auschwitz haben wir von meinem Bruder Hans Deichmann erfahren. Und ihm ist da an einem sehr frühen Stadium gesagt worden, sehen Sie mal da, was da passiert. Sie sehen ja da den Schlot, das den Rauch, das sind Menschen. So genau erfahren es nur wenige in Deutschland. Wie geht man damit um? Man konnte ja kaum leben, wenn man das alles wusste. Und man konnte ja nicht schlafen, wenn er über solche Sachen nachdachte. Und ich habe mir gesagt, ich kann daran nicht denken, sonst kann ich überhaupt nicht weitermachen. Also denke ich nicht daran. Ich habe durchaus den Kopf in den Sand gesteckt. Frühjahr 43. Deutscher Alltag. Nach dem Fall der Festung Stalingrad. Längst nicht mehr alle leben so. Für manche geht es nur noch ums nackte Überleben. Meine Schwester schreibt zum Beispiel in einem der Briefe aus dem Zuchthaus, dass sie zum ersten Mal jemanden getroffen hat, der aus Auschwitz zurückgekommen ist. Und alles, was man sich über Auschwitz erzählt, ist wahr. Was kann man tun, wenn man es weiß? Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, wie man sich damit abgefunden hat, ich glaube, jung wie ich war, habe ich mich darauf vorbereitet, dass man mich ermorden wird irgendwie. Ich habe mich darauf vorbereitet. So wird es enden. In Auschwitz-Birkenau. Das unscheinbare Haus am Ende der Rampe fällt kaum einem auf. Es ist das erste von 4 für den Massenmord gebauten Krematorien mit Gaskammer. Ist deine Mutter auch mit dir? Die ist nach links. Stadtantwort hat er mich zu der Tür geführt.
geöffnet und dort waren Flammen hochgereist zum Himmel aus seinem Schornstein. Sagte ganz ohne Gefühl, dort ist sie gegangen, in den Schornstein. Ich hab gedacht, was sagt er, so ein Unsinn. Armer Kerl, der ist schon, hat den Verstand schon verloren. Von den Ermordeten bleibt nur ihre letzte Habe. Koffer aus ganz Europa. Namen, die keiner mehr kennt. Bis auf einen. Gaskammer hat mir auch nichts gesagt. Was ist Gaskammer? Was bedeutet das? Wissen Sie, unser Gehirn ist nicht dazu geeignet, damit wir das verstehen können. Und wie sollen das Leute draußen glauben, die dabei nicht waren, wenn wir vor dem Gaskammer gestanden sind und wir haben das geglaubt. Das war Wahnsinn, das war also nicht wahr. Manche brauchen Monate in Auschwitz-Birkenau, bis sie verstehen. Ich höre ein großes Geschrei und bin herausgegangen aus dem Block, obwohl man in der Nacht natürlich nicht heraus durfte. Und damals war schon das Geleise durch das Todestor durch bis zum Krematorium. Ja? Und ich sehe die Züge und höre das Schreien der Frauen, die also da hereingefahren sind. Und dann steigen die Flammen aus dem Kamin. Und da ist mir eigentlich erst ganz klar geworden, dass das sind nicht Kranke, nicht Leichen, die verbrannt werden, sondern das sind lebende Menschen, die da hineingebracht werden und drinnen umgebracht werden und verbrannt. Und dann ist mir erst der Massentod von Leuten, die gar nicht ins Lager kamen, ja, sondern einfach direkt vom Zug weg ins Krematorium kamen. Das ist mir erst so ungefähr im August 1943 richtig zu Bewusstsein gekommen. In den Krematorien müssen jüdische Häftlinge die schlimmste Zwangsarbeit leisten. Sonderkommando. Man hat gesehen, wie es kommt, wieder ein Transport. Lebendige Menschen, schöne Menschen. Und wir haben gewusst, was mit ihnen passieren wird. Das Wäldchen vor dem Krematorium 4, letzte Station vor der Gaskammer. Sie warten auf den Tod. The Germans were telling them, you're going to get some. Die Deutschen sagten ihnen, ihr bekommt jetzt eine heiße Dusche. Bindet eure Schuhe zusammen. Ich erinnere mich noch genau an das Wort zusammenbinden, damit sie nach dem Duschen beide Schuhe wiederfinden könnten. So waren die Menschen natürlich nicht misstrauisch, dass sie in die Gaskammer gingen. Täuschung bis zum Tod. Heimlich aufgenommen. Ein letztes Foto von jüdischen Frauen vor dem Gang ins Gas. Die Menschen sind rein, sie haben noch gelacht, sie haben noch gefragt, wo sie sich befinden. Und wir mussten verschweigen und nicht sagen, was mit ihnen passieren wird. Wenn wir erzählt haben, haben die Leute noch mehr gelitten. Wir haben angefangen zu schreien und zu weinen. Die Ruine von Krematorium 2. Nur einer Handvoll Menschen gelang es, hier wieder herauszukommen. Ich sagte zu mir selbst, Samuel Pisar, du stehst nunmehr dem letzten und absoluten Augenblick gegenüber. Da sah ich in einer Ecke einen Eimer mit Wasser und
einen großen Besen stehen. Ich kroch dorthin und griff mir den Eimer und den Besen. Vielleicht war das ja wie ein nervöser Reflex im Angesicht des Todes. Jedenfalls begann ich, den Boden zu schrubben. So lange, bis ich mich zum Ausgang der Baracke vorgearbeitet hatte, wo zwei SS-Wachen standen. Aber irgendwie müssen die bei meinem Anblick gedacht haben, ich sei dort, um den Boden zu schrubben. Drei Stufen trennten mich von der Freiheit. Ich stand auf, griff nach dem Eimer, schulterte den Besen und ging langsam hinauf. Jeden Moment erwartete ich, dass sie schreien würden, halt, wohin des Weges? Aber es passierte rein gar nichts. Und in ein paar Minuten war ich wieder im Lager, unter den anderen Gefangenen. Die Trümmer der Gaskammer von Krematorium 2. The closed door. Sie schlossen die Tür. 3000 Menschen auf einmal. Ich bin dort weg. Ich konnte die Stimmen einfach nicht mehr ertragen. Sie riefen Gott an. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Der Schrei war unser heiligstes Gebet, das Schema Israel. Und der SS-Mann machte es in Deutsch nach. Er sagte, ja, sie sagen, schmeiß rein, schmeiß rein. Eine Gaskammer hat sich erhalten. In der Mordfabrik Majdanek. And 20 minutes later. 20 bis 30 Minuten später, als sie die Tür öffneten, was sah ich? Die gleichen Menschen, die ich kurz zuvor noch lebend gesehen hatte, schwarz und blau, tot, aufrecht stehend, die Kinder dazwischen. Und ich sagte zu mir, mein Gott, wie soll ich in dieser Umgebung überleben? Als man die Gaskammern aufmachte, standen die Menschen. Sie starben stehend. Sie standen so einer neben dem anderen. Manche hatten sich eingehakt und so starben sie. Überall war Kot und Urin. Alles, was sie bei sich trugen, lag nun auf dem Boden, durcheinander auf der Erde. Alles lag auf dem Boden herum. Es war eine Tragödie. Es lässt sich nicht beschreiben. Verbrennungsöfen der Firma Topf und Söhne im KZ Buchenwald. Sie standen auch in Auschwitz. Nach dem Verbrennen siebten wir übrig gebliebene Knochenteile aus und zerkleinerten sie mit besonderen Stampfern. Es gab drei verschiedene Siebe, grob, fein und noch feiner. Immer wieder wurde gestampft, bis die Asche so fein wurde wie Staub. Wenn es genug von dem Staub gab, kam ein Wagen, die Deutschen nannten ihn Lastwagen, und so fuhren sie zur Weichsel und schütteten den Staub in den Fluss. Ein Häftling aus dem Lager sieht den Ort des Todes. Und siehst du, an der Seite, sagt er, von die Wande sind alles Kratzen von die Nagels von Menschen, die sich wehren gegen den letzten Streit des Todes. Für Lebens- und die kratzt das alle. Ich sag, ja, und, sagt er, und wenn sie dann rauskommen, sagt er, und rausfallen, dann hat er mir gezeigt, standen da so von den Scheren. Und da sagt er, die tun wir dann um den Hals und wir ziehen sie dann raus. Und ich sage, und dann werden sie verbrannt? Nee, sagt er. Dann wäre noch, gehen sie in die Kammer da rein und da werden noch die Zähne rausgenommen.
wenn sie Goldzähne hatten. Und dann sagt er, gehen sie in die Ofens rein. Über 1 Million Juden werden hier ermordet. Ein einziges Mal überlebt ein Mensch das Gas. Als sie die Türen der Gaskammer öffneten, hörten wir ein Weinen. Es war das Weinen eines Babys, das oben auf den Leichen lag. Das Gas hatte es nicht getötet. Da haben wir den SS-Mann geholt und gesagt, jemand weint dort. Das hat ihn nicht weiter gekümmert. Er ist reingegangen mit seinem Gewehr und hat das Baby erschossen. Es war ein Wunder, aber der Deutsche hat es einfach umgebracht.